Hallo Leute, weiter geht's mit Fable 3 und das letzte Mal haben wir hier in, ja, jetzt wollte ich schon Hütte sagen, aber ja, in unserem kleinen Domizil haben wir die letzte Aufnahme beendet und jetzt geht's einfach mal weiter. Was können wir jetzt hier machen? Jagdhütte Akarien, Besitzer, bla 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 bla. Ja, passt. Zustand 100%. Okay. Nun denn, gehen wir zurück. Ja, Ja. Jesper. Ja. Okay. Gut, will ich nichts erklärt haben. Ich mache jetzt weiter mit den Missionen. Mistpeak-Tal oder Bridgewall? Gut, ich wollte ja unbedingt hier irgendwie diese Läden kaufen, aber ich hab's nicht gecheckt, wie das geht. Eins auswählen. Ja, und jetzt? Preis. Na gut. Davon mal abgesehen, ich kann es mir eh nicht leisten. Also, machen wir jetzt mal hier die Mission. Genau. Bernards und Patsys Hühner laufen Amok. Setzen wir uns jetzt als Ziel. Was ist mit diesem? Genau. Und dann laufen wir jetzt dorthin. Beziehungsweise ich hoffe jetzt, dass ich in der Stadt rauskomme und jetzt nicht von meinem kleinen Anwesen jetzt wieder zurücklaufen muss. Aber lassen wir uns überraschen. Na komm, lade schneller. Ja. Gut. Irgendwie, was geht? Ich dachte schon, es fängt an zu ruckeln. Es läuft mir auch noch verkehrt. Ja, ich dachte, mir wird der Weg gezeigt. Ja, rennen wir mal. Ihr habt keinen. Ich glaube, hier war das irgendwo. Ich glaube, da steht er. Oh, es ist furchtbar. Das Tor stand offen und alle meine Hühner sind davongelaufen. Ich weiß nicht, wie sie das angestellt haben. Und vielleicht erfahre ich es nie. Hühner sind ungemein schlau. Findet ihr die Biester Ja, für mich? natürlich. Sehr schlau sogar. Natürlich machen wir es. Das werdet ihr brauchen. Anders als die meisten glauben, sind Hühner wirklich ziemlich schlau. Mit einem einfachen. Ihr habt viele neue Kostüme. Das macht das Ankleiden leicht. Was ist das hier? Nein. Ich frage mich, wo war denn jetzt das Kostüm mit dem Hühnerschreck? Hallo? Ach je. Schauen wir. Satz 2. Na, super. Muss jetzt tatsächlich hier so rumlaufen. Klasse. Ja, sexy Bauch, würde ich mal sagen. Okay. Komm, putt, 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 kann man sie nicht locken. Die sind viel zu gerissen. Ihr müsst sie mit psychologischen Strategien bekämpfen. Sie bleiben nicht alle zusammen. Stattdessen teilen sie sich etwa in Dreiergruppen auf, um ihren taktischen Vorteil auszubauen. Wenn ihr eine dieser Gruppen seht, schlagt mit euren Flügeln, damit sie euch hierher folgen. Aber lasst euch bloß nicht auf Verhandlungen mit ihnen ein. Es ist nicht zu ertragen, das könnt ihr mir glauben. Ja, also ich glaube, ganz hell in der Birne bist du auch nicht. Gut, F4, warum leuchtet das Symbol? Ja,
Egal, es leuchtet, drücken wir es einfach mal. Ja. Was soll ich jetzt hier? Gar nichts. Zurück mit mir. Nein, hier auch nicht. Ach Gott, ist kompliziert. Nicht kompliziert, ich stelle mich einfach nur dumm an. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Ach, oh Gott, wenn ich das jetzt anfange zu singen. Dann glaubt ihr tatsächlich, dass ich hier eins an der Waffel habe. Schaut euch mal die Zähne von dem linken Burschen da an. Sehr lecker. Ja, Quest, du sagst mir auch sogar. Rennen wir dort mal hin. Ja, ist gut. Was nun? Ach. Jo, die gehen ab. Und ab zurück mit euch, Federvieh. Gut gemacht. Ihre Schreckensherrschaft endet, bevor sie begonnen hat. Ja, schubst mich da noch halb um. So, und wo sind die Nächsten? Da drüben gibt's Chicken McNuggets. Ich soll graben. Mach ich's gleich. Ja, das ist jetzt gut. Schon Ohrenschmerzen. Silberschlüssel, ui. Ah, Schüssel und nicht Schlüssel. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Immobilie untersuchen. Ja, fehlt uns nicht mehr viel. Dann hätte man das hier schon kaufen können. Knapp 90 Gold. Wir schaffen jetzt aber... Nein! Oh, die Hühner kannst du später fressen. Hast du wieder was gefunden? Ja, also wenn ich den jetzt hier so im Hühnerkostüm rumrennen sehe, kriege ich gleich Hunger auf so einen leckeren Broiler. So ein Backhändel. Putengeschnetzeltes. Ja, er kommt. Ach, vielleicht ist eh egal. Gut so. Nur nicht aufhören. Die anderen werden noch misstrauisch. Ja. Lass ihn in Ruhe. Was würden die Leute denken, wenn ich hier so rumrenne? Jetzt Schlussverkauf! Ich sollte für meine Frau einkaufen. Was war das noch? Na, ich sehe mich mal um. Das ist so dumm. Ja, Fable und die Hühner. So, das waren die letzten. Bitte passt besser auf die Viecher auf. Da sind sie ja alle. Endlich. Die Stadt kann aufatmen. Oh, Bernard, ihr habt sie wieder eingesperrt. Das ist nicht richtig. Sie sollen frei sein. Ihr redet dauernd über diese Hühner und ihre Freiheit. Wisst ihr was?
Ich glaube, ihr habt sie freigelassen. Ihr habt recht. Ich gebe es zu. Ich könnte nicht damit leben, mich an dieser Hühnerunterdrückung zu beteiligen. Sie hätten die ganze Stadt vernichten können. Oder sogar die Welt. Natürlich. Vielleicht hätten sie irgendwo ein friedvolles Leben begonnen. Große Kunstwerke und Literatur geschaffen. Wir wissen es nicht. Und wir haben kein Recht, ihnen aufgrund unserer Vorurteile ihre Grundrechte zu verwehren. Wie es aussieht, reicht es nicht aus, sie ihrer Freiheit zu berauben. Ich nehme an, ihr werdet ihnen erneut bei der Flucht helfen. Das heißt, mir bleibt nur, sie alle zu töten. Oh nein, Bernard! Nein, nicht! Na gut, sperrt sie ein, damit wir wenigstens in Ruhe reden können. Ihr habt mit den Hühnern... Na gut, wir lassen sie leben. Aber ihr müsst versprechen, sie nie wieder freizulassen. Schön. In Ordnung. Wir finden eine Lösung. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Aber wenn ich sie töte, mache ich sie alle zu Märtyrern. Ich glaube, beide sind bei der Geburt auf die Schließen gefallen. Gut. Mission ist erledigt. Na, ich weiß nicht so recht. Es ist wirklich das Beste. Ich habe gerade eine Hühnerfrau richtig gekriegt. So. Das würde ich auch gerne glauben. Wirklich. Wir müssen jetzt zu einem Kompromiss finden. War das denn kein Kompromiss? Wir müssen einen Weg finden, wie die Hühner gut, immer noch... Und willkommen im Unterschlupf. Hallöle. So. Hier gab es noch mehr Missionen. Und zwar. Gut, hier gibt es 20. Mach zuerst mal die da. Zwerge sind großartig. Wo einen Witchwall benötigt eure Hilfe, um ein sehr spezielles Paket wiederzubekommen. Ja, machen wir natürlich gleich. Und dieser Junge da hat eine Zipfelmütze auf, habe ich gerade gesehen. Oh Gott, aber ich muss mir auf alle Fälle. Du hast gesagt, ich muss mich umziehen. Da gibt's. Ich hoffe, alles komm ich nicht ist in Ordnung. Drum rum. Sollen wir mal so etwas hier mal probieren? Auroranisches Kostüm. Nein. Wir bleiben beim Söldner. Ihr seht aus wie ein Bilderbuch-Söldner. Könnte damit. Das ist großartig! Wirklich? Die besten Waren in Brightwall. Ich mache nur eine harte Phase. Ja, ja. Das sieht ja schlimm aus. Gut, das war hier, glaube ich, irgendwo, oder? Ich sehe da auch natürlich wieder mal. Hier war es definitiv nicht. Ah, ist jemand zu Hause? Keiner. Schade. Was gibt's denn da unten so Schönes? Ich glaube, ich hab's gefunden. Ja, da wohnt. Also in Brightwall leben anscheinend viele verrückte Leute, also. Ach du grüne Leine. Sieht ja aus wie so wie in einem deutschen Vorgarten hier. Hallo? Sind sie nicht toll? Na. Ich habe schon immer Zwerge gesammelt. Meine Familie fand es krank. Also habe ich nachgedacht und beschlossen, dass sich etwas ändern muss. Ich habe den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Jetzt zählen nur ich und die Zwerge. Sie sind meine besten Freunde. Besonders Jonathan ist wie ein Bruder. Für ihn würde ich sterben. Heute hat er Geburtstag. Ich habe ein besonderes Geschenk bestellt, aber es ist nicht angekommen. Leider. Würdet ihr für mich in Erfahrung bringen, was passiert ist? Aber natürlich, mein verrückter Freund. Ausgezeichnet! Das ist ein ganz besonderes Paket. Ich habe etwas in einem Katalog bestellt. Es war sehr teuer. Aber schließlich geht es hier um Jonathan. Er hat nur das Beste verdient.
Laut dem Katalog fährt die Kutsche, die es ausliefert, durch das Mistpeak-Tal. Vielleicht hat sie ein Rad verloren oder so. Es ist ohnehin am besten, ihr seht euch zuerst dort um. Gut, dann müssen wir wohl wieder zurück ins Mistpeak-Tal. Ich bin obdachlos! Na, um Gottes Willen.